Moin, Gockel Army. Heute spielen wir mal ein 2D Death Run, also 2D 100 Level Death Run. Wir schauen, wie weit wir in 20 Minuten kommen, weil länger will ich das Video dann auch nicht strecken. Ihr wisst, die Videos sind immer uncut, deswegen schauen wir, wie weit wir kommen. Gibt auf jeden Fall so ein bisschen Super Mario Vibes. Hier mit Special Drehung, einmal frei. Ich finde es gar nicht schlecht, dass mal wieder so ja, nostalgische Spiele oder Spielmodis spielbar sind und man nicht extra eine Konsole braucht, also eine alte Konsole, um diese Modis zu spielen. Ihr habt ja vielleicht gesehen am Anfang, der Rekord liegt bei 43 Minuten. Also so lange werde ich den definitiv nicht spielen. Da will ich euch auch nicht auf die Folter spannen. Was jetzt hier? Okay. Aber wir gucken mal, wie weit kommen wir in 20 Minuten? Vielleicht schaffen wir ja die Hälfte. Dann wären wir ja eigentlich auf dem Niveau von dem ersten, sag ich mal. Und wenn nicht, dann nicht. Aber ihr seht ja oben den Mapcode. Wenn ihr das selber spielen wollt, könnt ihr euch abschreiben, fotografieren, screenshotten, was auch immer. Und dann könnt ihr das mal selber spielen. Dann könnt ihr mal schauen, ob das zeitlich schaffbar ist, wenn man jetzt nicht tausendmal stirbt. Oder ob das halt zu verschwitzt ist, diese Zeit zu schaffen. Also meistens ist es ja so, dass der Mapbauer dann halt auch weiß, wo es die Hindernisse gibt. Und ich denke mal, ich muss hier runter. Wo es die Hindernisse gibt und die Wege, die man laufen muss. Aber wir schauen mal, ne? Wir bleiben gespannt. Level 9 nach 2,5 Minuten. Ist erstmal okay. Dabei wird es natürlich nicht bleiben, weil. Ach nee. Macht er hier mit Verwirrungstaktik. Ich zeige links an und ihr müsst rechts gehen. Oder ich zeige rechts an und ihr müsst links gehen. Gut. Wenn er das so machen will, dann merken wir uns das einfach. Hoffentlich. Okay. Wie gesagt, wenn ich mal nicht kommentieren sollte, könnte das. Oh, könnte das sein, dass ich gerade. Ups, in meiner Konzentrationsphase bin, damit ich hier nicht stundenlang für ein sehr einfaches Level brauche. Aber gucken wir mal. Na, hau mich nicht. Okay. Ich gehe mal links. Erst war rechts, jetzt gehen wir mal links. Level 13, sind wir doch gut im Rennen. Wie gesagt, bis 20 Minuten ziehe ich durch und hoffe, dass wir da auch gut vorankommen, ohne irgendwelchen Komplikationen oder dummen Toden von mir. Kommt ja auch mal vor. Das habe ich schon. Nein. Gesehen. Mann, ich stelle. Das meine ich, Leute. Wenn man dann hier in der Endlosschleife ist. Hilfe. Ja, da kennt ich immer selber.
Ohrfeigen, wobei, das bringt ja auch nichts. Aber gestorben sind wir noch nicht. Ja, guck mal, wie nett die sind. Aber das kriegen wir auch so hin. Weil wir... Ich sag's lieber nicht. Wartet. Ich wollte sagen, weil wir Death Run Profis sind, aber meistens kassiere ich dann halt Instant Karma, wenn ich so große Klappe habe. Wo müssen wir hin? Hier? Okay. Ihr seht, die Pfeile, die sind nicht immer richtig. Hier Speedrun. Huh. Das war krass. So, die Dinger dürfen wir nicht berühren, sonst kriegen wir eine kostenlose. Ups. Akupunktur. Aber wir haben jetzt 20% des Death Runs geschafft. Ist nicht schlecht. Schnell, 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 schnell. Ich muss safe darunter. Safe. Ich mach's einfach. Ich probier's. Wenn es nicht klappt. Ich wusste es. Weil wir hatten es ja erst schon gehabt, ne? Die Pfeile, die sagen zwar, ja, geht da lang, aber meistens ist es dann doch nicht so. Oh Gott, wohin? War das jetzt richtig? Oder ja. Hey, wie soll ich da hin? Ach so, gar nicht. Bitte hau mich nicht. Bitte hau mich nicht. So, weiter geht's. Ja, lauf mir doch hinterher. Mach doch, wie du willst. Ich bin weg. Aha. Ah, warte mal, warte mal. Komm hier runter. Mann, das ist... Nein, es war knapp. Aber diesmal war der Pfeil der richtige, seht ihr? Und jetzt wissen wir auch Bescheid. Ich hoffe, dass ich hier nicht... Nu komm! Nein, nein, nein. Ich kann das nicht, Mutti. Level 27. Ich sag ja, wir kommen schnell voran und dann gibt es wieder ein Level. Was mich kaputt macht. Mein noch kleiner geht die Plattform nicht, oder was? Gibt's doch gar nicht. Ja, warte doch mal. Jetzt. Jawohl. Seht ihr? Hat doch nicht so lange gedauert. Wobei ich halt mich über jede Verzögerung ärgere. Ich guck mal, ob wir die überhaupt brauchen. Ja, brauchen wir. Oder? Ja. Ach Mist. Kommen wir überhaupt noch da hoch? Ciao. Oder? Mann! Okay, wir müssen da runter. Jetzt wissen wir's und machen es besser. Karte habe ich noch. Also, fetz, und ab dafür. Jawohl. Na, hier gib ab die Karte. Hallo. Mach auf.
Wir hatten gar keine Waffe, auch nicht schlecht. Aber Level 30, vielleicht ist wirklich die geplante Zeit von 20 Minuten und die Hälfte vom Death Run zu schaffen möglich. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir da zeitlich hingekommen sind. Au! Mach doch nicht so, Junge. Ja, falls ihr euch gewundert habt, warum ich gerade auch gesagt habe, man muss ja mit seinem Fortnite-Charakter mitleiden. Was machen die denn hier? Jump'n'Run? Okay, cool. Macht mal. Ja, die armen Zombies, die brauchen auch mal ein bisschen Spaß. Die haben sonst immer gekillt. Aha. Sprungzappler, okay. Nehmen wir. Halt, so. Ciao. Halt, warte doch mal. Jetzt. Ja, die waren ein bisschen abgenervt, weil die halt keinen Spaß auf den Sprungfeldern hatten. Oh, warte mal. Brauche ich das jetzt noch? Ja, das sag ich mir doch. Ja, nimm mal alles mit hier. Ist egal. Bisschen Schwund ist immer. Zack. Was ist denn hier? Hier durchschwimmen. Ach so. Was findet er jetzt hier? Ach so, ich habe die Fernbedienung versehentlich gedrückt. Ich wollte gerade sagen, was will denn der von mir? Und dann schwimmen wir halt drüber. Auch nicht so wilde. Hier, zieh mal durch. Easy. Level 38, also wir nähern uns. Wir nähern uns dem Level 50. Und sind noch gut. Was will der? Sind noch gut im Soll. Noch 11 Level, 7 Minuten. Na, was ist denn? Okay. So, ich bin gespannt, ob man es schaffen kann. Ach nee, das ist doch schon wieder müllig hier. Ja, wollen die mich hops nehmen? Bitte, danke. Level 42. Wie habe ich die nicht erwischt? Okay. Karte. Mann, lass mich in Ruhe. Ich will doch nicht die. Die Fernbedienung, kann ich die nicht einfach fallen lassen? Die ist ja ein größeres Hindernis als alles andere. Größeres Hindernis als der Death Run überhaupt.
Also Leute, wenn ich Level 50 schaffe, ohne dafür die 20 Minuten zu brauchen, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da. Nettes Kommentar, wie ihr möchtet. Aber ich mache es ja hier für euch. Damit ihr coolen Content habt. Und das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Falls einer sagt, oh, schon wieder Death Run oder so. Sagt keiner, das weiß ich, weil ihr froh seid, dass überhaupt Content kommt. Ist halt manchmal schwierig, weil ich halt, wie gesagt, arbeitstätig bin und jetzt die nächsten Tage viele Spätschichten habe. Und da werde ich dann mitten in der Nacht erst nach Hause kommen. Und ja, ob ich da dann noch den Geist habe, um, ich sag mal, coolen Content zu bieten, weiß ich nicht. Jetzt sind wir wieder hier falsch. Was will er denn? Das ist ja nicht. Was macht er denn? Warte mal. Hier ist auch noch eins. Oder? Bitte lass es richtig sein. Nein, warum nicht? Wo komme ich denn hier raus? Das war ja auch nicht richtig. Hä? Was will er von mir? Ey, jetzt. Na, das ist auch, Leute. Da kann man ja nur ins Struggeln kommen hier. Okay. Das hat uns mal ein bisschen gepusht. Level 48, also noch 3 Minuten. Das war clean. Leute, Level 49. Was will er von mir? Ich weiß es nicht. Okay. Level 50. Jawohl, wir sind unter 20 Minuten. Ich mache das jetzt doch schnell zu Ende. Und dann endet das Video auch, weil ich vielleicht nicht zu lange auf die Folter spanne. Wenn ihr selber spielen wollt, schaut oben, steht der Code. Und danke für euren Support. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr immer wieder reinklickt. Macht weiter so. Macht ein bisschen Werbung für GoggleCB. Für meinen Content. Danke und ciao.